Sie hatten ja auch, also Ihre Platte ist ja auch erschienen in der DDR, aber Sie hatten ja mit der Künstleragentur der DDR einen Vertrag für 14 Konzerte. Und jetzt erzählen Sie uns mal, warum kein einziges zustande gekommen ist. Ja. Es ging um ein Lied, um einen Text. Was haben Sie denn da gesungen in dem Lied? Da waren einige schlimme Zeiten. Ach Aber ich so. muss sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich kenne bestimmt diese Sendung Rund. Also es wurde unser Album von Drinnen und Russe wurde veröffentlicht und da Teil dieser Vereinbarung war, dass wir bei dieser Fernsehsendung Rund spielen würden und eine Tournee durch die DDR spielen würden. Und wir sollten drei Stücke playbacken und zwischen den einzelnen Stücken käme ein Moderator auf die Bühne, um mich zu interviewen. Diese drei Stücke inklusive der Interviews wurden dann natürlich geprobt. Ich habe allerdings bei keiner von diesen Proben das gesagt, was sie gerne gesagt hätten. Ich habe immer was geantwortet, was ihnen nicht gepasst hat. So, und dann wurde aber trotzdem, dass dann die Songs wurden gespielt und als die Sendung dann live ausgestrahlt wurde, kam keiner auf die Bühne, um mich was zu fragen. Es kam einfach keiner. Einfach liefen diese Playbacks, die liefen hintereinander ab und wir standen auf der Bühne wirklich wie bestellt und nicht abgeholt. So, Ja, ich werde Ihnen Folgendes sagen. Sie haben bei den Interviews, bei den Proben einen Fehler begangen. Sie hätten immer so antworten müssen, wie die das gewollt hätten, um dann live anders zu ja, aber so antworten. waren wir nicht drauf. Ja, das Ja. hätte ich Ihnen gleich gesagt. Weil wenn Sie natürlich schon bei der Probe denen sagen, wie das ausgehen wird, das Aber können Sie natürlich vergessen. wir Ja? waren so wirklich, wir Wie können war ja das mit der sagen, Bezahlung? ach, Rund bekamen Sie noch Bezahlung. bezahlt und die 14 Konzerte nicht, ne? Wir haben uns für die Kohle überhaupt nicht interessiert. Überhaupt nicht. Weil es weiß der Geier, was wir dafür gekriegt hätten. Dieses Keine Ahnung. Leichtmetall, Geld. Ja. Wir hätten uns. Nein, 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 nein. Die Schlagersänger bekamen in aller Regel ein Piano. Ein Und zwar Piano, was ein soll ich denn sehr mit dem Piano? gutes. Ja, na, Sie nicht, die hätten was anderes bekommen. Vielleicht einen Also, kleinen Bagger oder so. nein, wir waren ganz reine Seelen. Wir wollten Ja. einfach, wir wollten diese Tour Ja, das spielen und fehlte uns wollten uns. gerade noch, reine Seelen. Das. Also. Es waren ja sogar welche, die gesagt haben, ihr hättet ja einfach auch im Palast der Republik sagen können, nee, wir spielen das Lied nicht. Dann hätte das doch gespielt. Hätte uns ja keiner von der Bühne zahlen Nein, nein, natürlich können. nicht. Wir haben es nicht Übrigens gemacht. hat ja unser Rockstar hier aus Hamburg, Udo, Udo, ja. ja, der hat ja dann gesagt, er ist gegen die Raketen vom Ja. Westen und gegen die vom Osten. Und so, Ja. bekam sie auch nicht weg. Nee, also die haben sich einfach in uns vertan. Die haben sich wirklich in uns vertan. Wir waren ja keine Ja, Politrockbands klar. in der Art von Flo de Cologne oder sowas. Wir waren eine Rock'n'Roll-Band und wer eine Rock'n'Roll-Band bestellt, der kriegt auch eine Rock'n'Roll-Band und keinen Jungdiplomatenkurs. Ja. Ich habe ja gesagt, Sie hatten den falschen Begleiter. Ja.